Abend. Ich freue mich, heute Abend bei Ihnen in Uelzen sein zu dürfen. Mein Name ist Dr. Tobias Lapp. Ich bin verheiratet und wir haben zwei Töchter, 6 und 9 Jahre alt und wohnen jetzt inzwischen seit gut 2 Jahren in Schäden, Dankelshausen zwischen Göttingen und Kassel, gerade so noch Niedersachsen. Aber man kann von uns aus schon nach Hessen laufen oder mit dem Fahrrad auch nach Thüringen fahren. Ich habe Physik studiert in Marburg und bin dann nach Göttingen gekommen, um dort zu promovieren über komplexe Systeme, über die Entwicklung von Wassertropfen im Bereich Tau oder bei Regen, wie Tropfen wachsen, zueinander finden. Und nachdem ich mit der Promotion fertig war, bin ich in einer kleinen Firma gelandet in Göttingen, wo wir uns mit Schwingungen befassen. Wenn irgendwie ein Kunde ein Problem hat mit Schwingungen, dass irgendeine Maschine zu doll wackelt oder zu viel Krach macht, dann entwickeln wir da maßgeschneiderte Lösungen. Ja, jenseits dieses beruflichen Engagements beschäftigt mich schon so in etwa seit ich 15 bin die Frage, wie Glaube und Naturwissenschaft zusammenpasst. Ist das ein Widerspruch oder meint es vielleicht doch dasselbe? Sowohl der Glaube als auch die Naturwissenschaft haben den Anspruch, etwas auszusagen über die Wirklichkeit, über die Dinge, wie sie wirklich sind. Und von daher ist es meine tiefe Überzeugung, dass es eigentlich irgendwie zusammenpassen muss. Wenn es da einen Widerspruch gibt, dann haben wir entweder den christlichen Glauben, die Bibel nicht ganz richtig verstanden, oder dann haben wir vielleicht die naturwissenschaftlichen Daten nicht richtig verstanden. Und da möchte ich gerne Denkansätze vermitteln, Ideen, wie man diese verschiedenen Sachen interpretieren kann, wie man sie deuten kann. Ich verkünde hier nicht den Weisheit letzter Schluss, sondern ich bin selber mit diesem Thema eben auch schon seit langer Zeit auf dem Weg und immer noch auf dem Weg, lerne immer wieder was dazu durch andere Vorträge, die ich auch höre, durch Diskussionen nach den Vorträgen oder durch Bücher, die ich lese. Ich halte von daher auch häufiger solche Vorträge wie heute Abend, aber bis jetzt nie den gleichen Vortrag zweimal hintereinander, sondern beim nächsten Mal immer schon wieder ein bisschen anders. Also ich möchte gerne das, was ich heute Abend sage, so als Denkanregung verstanden wissen und überlegen Sie einfach, was Ihnen davon gefällt, was Ihnen plausibel ist, wo Sie sagen, ja, so könnte ich mir das in Zukunft auch vorstellen oder so habe ich das eigentlich auch schon immer gedacht. Und vielleicht ist auch der eine oder andere Gedanke dabei, der Sie herausfordert, wo Sie sagen, das habe ich bis jetzt noch gar nicht so gesehen, muss ich erstmal drüber nachdenken. Und genau, manches habe ich auch schon von so mancher kritischen Rückfrage gelegt und gelernt und vielleicht sehe ich dann manches in 2 Jahren auch schon wieder anders. Also lassen Sie uns gemeinsam auf dem Weg sein mit einem Thema, was ja wirklich spannend ist. Wunder, das ist ein ganz interdisziplinäres Thema. Das ist ein Thema für Theologen, für Philosophen, für Naturwissenschaftler, Physiker, Biologen, für Sozialwissenschaftler, Mediziner. Da kann jeder aus einer ganz anderen Perspektive was zu sagen. Und ich bin von Haus aus Physiker, von daher jetzt geneigt sozusagen auch ein bisschen so aus der Sicht, Blickwinkel eines Physikers was sozusagen. Und dann im zweiten Teil geht es aber auch um konkrete Beispiele für Wundererzählungen, vornehmlich aus der Bibel. Und dann spielen natürlich auch theologische Fragestellungen ganz viel mit rein. Dann geht es nicht nur um Physik. Wunder sind ein Phänomen, das gibt es so ungefähr überall. Also das gibt's, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Wundern und die werden berichtet zu allen Zeiten. Die werden schon in der Antike berichtet, im Mittelalter, auch in der Neuzeit. Es gibt auch Leute, die jetzt heute von Wundern erzählen, die sie erlebt haben oder die bekannte Verwandte von ihnen erlebt haben. Und Wunder ist jetzt auch nicht ein spezifisch christliches Thema, sondern das gibt es auch in allen Religionen auf der ganzen Welt. Also ein ziemlich universales Phänomen. Und dazu gehört eben dann auch, dass der Begriff Wunder nicht so ganz eindeutig ist. Jeder versteht da was anderes drunter. Vorhin als Vorspann hatte ich ja schon so ein paar Zitate gezeigt von verschiedenen berühmten Leuten, die dazu schon mal was gesagt haben. Und da merkt man, da kommen ganz unterschiedliche Stimmen zur Sprache. Manch einer äußert sich positiv über Wunder, andere negativ und man merkt, vielleicht meint auch jeder was anderes, wenn er Wunder sagt. Wir müssen uns also erstmal
einigen, was ist überhaupt ein Wunder? Worüber wollen wir reden, wenn wir über Wunder reden? Und dann kommt die nächste Frage, ja, gibt es denn überhaupt Wunder? Wie man diese Frage beantwortet, hängt ganz viel davon ab, was man für ein Weltbild man hat. Also was für ein Bild von der Welt. Und dieses Bild, was wir von der Welt haben, das ist von Kultur zu Kultur, von Religion zu Religion unterschiedlich, auch von Mensch zu Mensch. Und das ändert sich aber auch mit der Zeit. Und da möchte ich mal so einen kleinen Einblick geben, wie sich in der Menschheit sozusagen das Bild von der Welt ganz grob eben auch entwickelt hat. Dann kommt als nächstes eine Unterteilung ganz grob, was gibt es eigentlich für verschiedene Arten von Typen. Und dann kommen einige Beispiele von biblischen Wundererzählungen, wo ich einfach mal ein paar Vorschläge machen möchte, wie man bestimmte oder wie man die Wunder deuten kann, wie man sie interpretieren kann, Beispiele bringen für unterschiedliche Deutungsmodelle oder Methoden. Also erste Frage, was ist eigentlich ein Wunder? Also zum Beispiel, wenn jemand jetzt hier eine Flasche Coca-Cola angeboten bekommt und die schmeckt dann wie Pepsi, ist das ein Wunder? Ja, weiß ich nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Definitionen von Wundern und drei möchte ich jetzt mal vorstellen. Die erste wäre von Professor Hegel, eine ganz allgemeine, einfache. Ein Wunder ist ein Ereignis, das nicht in meinen Erwartungshorizont passt. Also sprich, ein Wunder ist etwas, womit ich nicht gerechnet hätte. Das könnte zum Beispiel jetzt ja auch das sogenannte Wunder von Bern sein, 1954. Ich weiß nicht, wer das noch miterlebt, mitgefiebert hat mit der deutschen Fußballelf, wie sie sich dann auf einmal ganz überraschend gegen die Ungarn durchgesetzt haben, 3:2. Da wird von Wunder gesprochen. Ist aber die Frage, würde jetzt jeder sagen, genau das ist ein Wunder? Also es wäre jetzt so eine Möglichkeit, ganz allgemeine Definition von Wunder. Wunder ist was, womit ich nicht gerechnet hätte. Und so diese Menge der Ereignisse oder der Dinge, wo man sagt, mit denen hätte ich jetzt aber wirklich nicht gerechnet, das ist jetzt mit diesem grünen Oval gemalt. Und jetzt kann man aber auch sich eine Definition von Wundern überlegen, die ein bisschen enger gefasst ist, die also nur noch einen Teil von diesen ganzen unerwarteten Ereignissen betrifft. Und das nehmen wir jetzt mal hier den gelben Kreis. Das sind also alles Ereignisse, mit denen hätte man nicht erwartet, aber es ist nur ein bisschen spezieller. Diese Definition habe ich aus der theologischen Realenzyklopädie. Also da geht es, ist ein Blick sozusagen auch im Vergleich über verschiedene Religionen. Da heißt es, als Wunder im Sinne einer universalen religionsgeschichtlichen Phänomens kann man jedes Ereignis bezeichnen, das von den Zeugen als außergewöhnliches, der Alltagserfahrung zuwiderlaufendes, Ehrfurcht und Erstaunen hervorrufendes Ereignis wahrgenommen und religiös interpretiert wird. So, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Also erstmal, das ist ein Ereignis und eben eins, was außergewöhnlich ist, der Alltagserfahrung widersprechend, also womit wir nicht gerechnet hätten, das hatten wir eben schon. Und jetzt kommt aber, es löst Ehrfurcht und Erstaunen aus und es wird religiös interpretiert. Und das ist jetzt nochmal die Zuspitzung. Also ein besonderes Ereignis, mit dem keiner gerechnet hätte und was religiös interpretiert wird, also wo man sagt, also da hat irgendwie Gott oder irgendwie eine göttliche Kraft oder so in irgendeiner Form seine Finger mit im Spiel. Das wäre also jetzt eine ganz eine etwas engere Definition von Wunder als die Definition, die wir eben hatten. Da könnte jetzt zum Beispiel vielleicht auch drunter fallen die Geschichte von einer Bewahrung im Verkehrsunfall, wo irgendwie jemand anders gerade noch rechtzeitig so reagiert hat, dass es eben dann nicht zu einem schweren Unfall gekommen ist oder jemand nicht ganz so stark verletzt wurde, wie es hätte passieren können. Und jemand, der das miterlebt hat oder hinterher sich anguckt, sagt, Mensch, also da muss Gott seine schützende Hand drüber gehabt haben, das ist ein Wunder, damit war nicht zu rechnen. Sowas zum Beispiel. Das könnte ein Beispiel sein für so ein Wunder, wo was passiert, womit man nicht gerechnet hätte, wo man sagt, oder wo die Zeugen sagen, die damit was zu tun haben, sie glauben, da hat irgendwie Gott seine Finger mit im Spiel. Denn in dem Sinne ist das auch immer ein bisschen subjektiv. Ne? Hängt dann von den Zeugen ab, ob sie sagen, da hat Gott seinen Finger mit im Spiel, jemand anders, der sich das anguckt, der sagt dann vielleicht, nö, also ich würde sagen, das ist einfach Zufall, hat Gott nichts mit zu tun, ist auch möglich. Also von daher etwas subjektive Definition. Und dann
gibt es noch eine dritte, wesentlich engere. Und das ist jetzt hier mal dargestellt mit dem kleinen roten Punkt. Das ist also nur eine ganz kleine Teillänge von den Ereignissen, über die wir eben gesprochen haben. Und das wäre das, was klassisch David Hume definiert. Ein Wunder ist eine Verletzung der Naturgesetze. Also wenn irgendwas passiert, was normalerweise nicht passiert. Also ich nehme jetzt hier zum Beispiel diese Wasserflasche und werfe sie hoch. Und dann fällt sie wieder runter. Und das kann ich sehr oft machen. Und kann anfangen, das als Physiker jetzt genau zu beobachten, zu vermessen und kann dann Gesetze aufstellen, mit welcher Geschwindigkeit fällt die runter, wie wird die beschleunigt und abgebremst, was passiert mit dem Wasser da drin. Aber wenn ich jetzt die Flasche loslasse und sie fällt nicht runter, sondern fliegt auf einmal hoch, ja, sind dann Naturgesetze durchbrochen. Also so zum Beispiel, da würde jetzt der gute Isaac Newton unter seinem Baum schon große Augen machen, wenn plötzlich der Apfel nicht mehr runterfällt, sondern hochfällt. Das wäre nach David Hume ein Wunder, wenn da Naturgesetze, Naturgesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt werden, durchbrochen werden. Und das, diese ganz enge Definition von Wundern, das umfasst aber hier nur so einen ganz, ganz kleinen Teil. Jetzt die Frage, worüber wollen wir heute Abend reden? Wenn wir über Wunder reden, mein Vorschlag wäre, wir nehmen hier die gelbe Definition. Die mittlere, also wir sagen, es geht jetzt nicht bei allem, was irgendwie außergewöhnlich ist oder was wir nicht erwarten, sondern wir reden über Dinge, Ereignisse, die außergewöhnlich sind und die religiös interpretiert werden. Also wo jemand sagt, da hat Gott was mit zu tun. Und zwar erstmal unabhängig von der Frage, ob da jetzt Naturgesetze außer Kraft gesetzt worden sind oder nicht. Und dafür muss man nämlich erstmal wissen, was Naturgesetze sind. Und das kommt jetzt noch. Das ist nämlich dann die Frage, gibt es eigentlich Wunder? Diese Frage bezieht sich dann meistens gerade darauf, also erstmal gibt es überhaupt Ereignisse, die was mit Gott zu tun haben, also gibt es überhaupt Gott? Und dann speziell die Frage, gibt es auch solche Wunder nach der roten Definition, wo Naturgesetze durchbrochen waren? Ist das überhaupt denkbar oder nicht möglich oder möglich? Und wie man diese Frage beantwortet, hängt im Wesentlichen davon ab, was man für ein Weltbild hat. Also, welches Bild man von der Welt hat. Und da gehören unterschiedliche Teilbereiche dazu. Das ist einmal die Frage, welches Bild habe ich von Gott? Welches oder glaube ich, dass es überhaupt einen Gott gibt? Also es wäre auch ein wirkliches Weltbild, atheistisches Weltbild zu sagen, es gibt gar keinen Gott. Ne? Dann sieht das Weltbild ein bisschen einfacher aus. Dann brauche ich nur diese beiden Teile, nämlich einmal ein Naturbild. Welches Bild habe ich von der Natur? Wie verhält die sich? Wie funktioniert die? Und dann noch das Menschenbild. Welches Bild habe ich vom Menschen? Wenn man über Wunder redet, dann gibt es eben ganz viele verschiedene Typen. Manche haben auch was mit dem Menschen zu tun direkt. Also wenn ich über Heilung zum Beispiel spreche, dann hat das natürlich ganz viel auch mit Menschen zu tun, mit dem Bild, was ich vom Menschen habe. Bei den meisten Wundergeschichten geht es aber dann eher auch um die Natur, darum, wie greift Gott vielleicht in die Natur ein oder eben auch nicht. Das heißt, dafür ist am spannendsten, welches Gottesbild habe ich und welches Naturbild habe ich und wie stehen die miteinander im Verhältnis. Von daher, jetzt ein bisschen vereinfacht, reden wir jetzt erstmal nur über Gottesbild und Naturbild und lassen das Thema Menschenbild mal weg. Jetzt die Frage, wie hat sich denn das Gottesbild und das Naturbild im Laufe der Zeit so geändert? Da fangen wir mal an mit der Antike. Jetzt kommt eine sehr vereinfachte Darstellung, also wer jetzt Historiker ist oder Religionswissenschaftler, der kann jetzt sagen, ja, ist alles im Detail noch viel komplizierter und ein bisschen anders, aber ich versuche es mal ganz stark schemahaft zu vereinfachen. In der Antike ist ganz normal, dass man an Gott glaubt, beziehungsweise genau genommen nicht an Gott, sondern an Götter, an ganz viele Götter und die sind letztendlich Teil dieser Welt, die gehören zu dieser Welt dazu. Und das merkt man dann zum Beispiel in den Geschichten, kennt vielleicht der eine oder andere noch aus der Schule, so aus dem griechischen Götterhimmel, da gibt es dann eben auch so Geschichten, dass dann die Götter miteinander verwandt sind, Kinder kriegen, dann manche tun sich dann noch mit Menschen zusammen oder entstehen irgendwelche Halbgötter oder so. Also da gibt es keine kategorielle Trennung zwischen den Göttern und der Welt, sondern das ist alles eins. Die Götter gehören damit dazu. Und was für dieses Denken auch dazu gehört, ist, dass eben die erfahrene Wirklichkeit zum Beispiel eben auch ausgedruckt wird in Symbolen und in Mythen.
Und das Naturgeschehen, was in der Natur so passiert, das hängt von Göttern ab und es wird als ganz normal angesehen, dass die Götter auch mal eingreifen können. Ein Beispiel dafür, die Geschichte von Elia auf dem Karmel. Ich weiß nicht, wer hier die Geschichte kennt. Da gibt es einen richtigen Götterwettstreit im Alten Testament. Zu der Zeit, als das Volk Israel schon geteilt ist in zwei Reiche, ein Nordreich und ein Südreich. Und in dem Nordreich ist der König Ahab und hat eine Frau Isebel. Und diese Frau Isebel, die ist Fan von den Göttern da im Land, in dem das Volk Israel wohnt, im Land Kanaan. Da gibt es viele Götter, zum Beispiel den Gott Baal, ganz wichtig, und seine Göttergattin, die Göttin Asherah. Und der Baal ist zuständig für Wetter, also gerade ganz wichtig für Regen, haben wir diesen Sommer gemerkt. Und die Göttin Asherah ist wichtig für Fruchtbarkeit. Und jetzt in so einer Gegend dort, wo es nicht nur wie hier jetzt mal ein Sommer so ein bisschen trocken ist, sondern manchmal auch ziemlich trocken sein kann, und wo die Menschen viel von Landwirtschaft leben, da ist es ganz entscheidend, dass die Erde fruchtbar ist und dass das Wetter mitspielt, damit alles gut wachsen kann. Von daher ist dieser Kult um Baal und Asherah ganz wichtig für die Menschen. Und der Konflikt, der sich da ergibt, ist, dass auf einmal dass der Gott Israel sagt, ihr sollt nur mich anbeten. Und die Israeliten leben aber unter Völkern, die auch andere Götter, zum Beispiel diesen Baal und diese Asherah, anbeten. Und jetzt ist die Frage, wie verhält sich das denn zueinander? Und dann sagt Elia zum König Ahab, jetzt bringt ihr mal eure ganzen 450 Baalspropheten, eure 400 Asherah-Propheten alle auf den Berg Karmel. Klammer auf, das ist so ein Heimspiel für den Berg, für den Gott Baal. Das war nämlich so ein Berggott und der war da zu Hause. Also da kommen sie zusammen und dann wird geopfert. Genau genommen sagt er, also ihr, wir nehmen zwei Stiere, ihr dürft euch, ihr seid mehr, ihr dürft euch einen aussuchen, baut einen schönen Altar, legt ein bisschen Holz drauf, bereitet den Stier zu und dann bringt ihr mal euren Baal dazu, dass der Feuer vom Himmel fallen lässt, damit das Opfer dann auch so richtig schön brennen kann. Ja, und dann legen die da früh am Morgen also los und springen da um den Stier, den Altar herum über Stunden und versuchen ihren Gott dazu zu bringen, dass der Feuer vom Himmel fallen lässt. Ja, und es passiert nichts. Also sie werden ein bisschen müde und so, ne? Aber es passiert einfach nichts. Und Elia fängt an, sich ein bisschen lustig zu machen und sagt, ja, vielleicht schläft ja euer Gott Baal noch oder ist auf Reisen oder hat keinen Empfang oder so. Jetzt legt euch mal ein bisschen mehr ins Zeug und das machen sie. Also sie schreien immer mehr, hüpfen immer mehr, ritzen sich auf, versuchen verschiedene magische Praktiken einzusetzen, aber es hilft alles nichts, es fällt kein Feuer vom Himmel. Und irgendwann mal geht dann schon fast die Sonne unter, es wird langsam ein bisschen spät und Elia sagt so, jetzt ist gut. Jetzt bin ich dran, nimmt 12 Steine, baut damit einen Altar auf, legt das Holz drauf, bereitet den Stier zu. Und um jetzt nochmal ganz sicher zu gehen, dass das jetzt nicht einfach zu trocken geworden ist in der Sonne, bittet er noch darum, dass insgesamt 12 Eimer Wasser über das Holz, über den Stier, die Steine alles rübergekippt werden, sodass richtig schön triefend nass alles ist. Ja, was macht er dann? Dann betet er einfach. Und Gott lässt Feuer vom Himmel fallen. Und zwar so viel, dass das ganze Wasser sofort verdampft, dass der Stier verbrennt, das Holz verbrennt, sogar die Steine, richtig massiv. Und damit hat also der Gott Israels diesen Wettstreit eindeutig gewonnen. Ganz spannend in der Geschichte, es wird überhaupt nicht hinterfragt, ob das jetzt möglich ist, dass eben jetzt dann Gott eingreifen kann oder nicht. Das ist sozusagen relativ normal. Die Frage ist nur, welcher Gott ist denn jetzt hier eigentlich zuständig oder wie mächtig sind eigentlich die Götter, die Kanaaniter da anbeten, wie mächtig ist der Gott Israels? Und da wird eben in diesem Streit ganz klar ausgedrückt, der wirklich mächtig ist, den es sich lohnt anzubeten, das ist der Gott Israels. Das ist also ein Beispiel für eine Wundergeschichte, wie sie wirklich ganz, ganz typisch dann für die Antike ist, auch vom Verständnis. Und dann geht es weiter, einfach mal im Mittelalter, zumindest sag ich mal, hier in Westeuropa, in dem Kulturraum, der dann eben auch geprägt ist von der Kirche. Da setzt sich eben der christliche Glaube durch und damit der Glaube an einen Gott. Also nicht mehr an Polytheismus,
kein Glaube an viele Götter, sondern an einen Gott im Monotheismus. Und dieses Gottesbild ist geprägt von der Bibel, von biblischen Erzählungen, aber es ist auch geprägt von griechischer Philosophie. Und da gehört dazu, dass der Gott eben auch Garant ist für die Ordnung der Welt. Und das gilt sowohl für die Natur als auch für die Gesellschaft. Gott ist auch Garant dafür, dass der König König wird und königlich bleiben darf und machen kann, was er will in gewissen Grenzen. Das ist also für diese Zeit noch ganz typisch. Untypisch ist auch eine supranaturalistische Deutung von Wundererzählungen. Das heißt, man geht davon aus, ganz klar, wenn man da so eine Wundererzählung hat, dass Gott eingreift, wieder die Natur, über die Natur hinaus, dass Gott natürlich allmächtig ist, das machen kann und es auch tut, und geht davon aus, dass diese Geschichten sozusagen ein Beweis dafür auch sind, dass Gott mächtig ist, das einfach tun kann. Und das ist in der Zeit sozusagen noch relativ unkritisch eigentlich, relativ allgemein gut Common Sense. Ja, und dann ändert sich das im Laufe der Zeit, als so langsam die Neuzeit beginnt. Da werden immer mehr Naturgesetze entdeckt, zum Beispiel dieser Agnuken, der sich eben da ja, Äpfel oder was auch immer anguckt, die nach unten fallen, und entdeckt Gesetze der Gravitation. Und dann werden Gesetze des Elektromagnetismus entdeckt und es kommt immer mehr dazu. Und ja, es entwickelt sich eine mathematisch-physikalische Beschreibung der Welt. Und das Bild, was man von der Welt kriegt, ist so das eines Uhrwerks. Man stellt sich so ein bisschen die Welt vor wie so ein Uhrwerk, wie so ein Metronom. Das muss man erstmal aufziehen. Ihm einen Schubs geben und dann läuft es einfach so vor sich hin. Das war so das Bild der Welt. Es gibt da ganz klare physikalische Gesetze, die beschreiben, wie sich alles so bewegt, wie sich das entwickelt. Und ja, vielleicht hat Gott am Anfang mal sozusagen das Uhrwerk aufgezogen und zusammengebaut und das sah sich aber selber überlassen und es läuft einfach vor sich hin. Und man geht hier von einem ziemlich geschlossenen Weltbild aus, einer ziemlich geschlossenen Welt, wo alles fest vorgegeben ist und wo sich auch gar nichts dran ändern kann. Und ja, in dieser Denkweise ist es eben auch nicht vorstellbar, dass da irgendjemand eingreift, irgendwas ändert am Lauf der Welt. Und dazu gehört, dass man eben dann auf objektive Fakten sich konzentriert, dass die oberste Bedeutung haben. Und jetzt ist die Frage, was macht man denn dann unter diesen Randbedingungen mit den ganzen Wundergeschichten? Und da ist eben ein Weg, den dann so manch einer geht, rationalistische Erklärungen zu entwickeln. Das heißt, man will immer noch davon ausgehen, dass diese Wundererzählungen historische Ereignisse waren, weil man glaubt ja an objektive Fakten, sagt, alles muss objektiv richtig sein, die Bibel ist ja auch objektiv, ne? Und merkt auf der anderen Seite irgendwie so ein supranaturalistisches Verständnis, dass Gott von außen eingreift und da dieses Urwerk hier durcheinander bringt, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Also entwickelt man Deutungsmusterideen, wie könnte so ein Wunder passiert sein, auf ganz natürliche Art und Weise. Und für manche Arten oder manche Beispiele von Wundererzählungen kann man da auch auf ganz plausible Ideen kommen. Da würde ich gleich noch ein paar vorstellen. Das ist eben eine Art und Weise, Wundergeschichte zu deuten, die sich in diesem Umfeld sozusagen entwickelt. Ja, und dann geht es noch weiter, ne? Macht er hier. Ja, und dann ändert sich auf einmal was. Nämlich Beginn des 20. Jahrhunderts wird die Quantenmechanik zum Beispiel entdeckt. Das ist also die Physik von den ganz kleinen Dingen. Man denkt jetzt zum Beispiel mal an Licht. Was ist Licht eigentlich?
Das kann man zum Beispiel beschreiben als Welle, so ähnlich wie eine Wasserwelle oder wie eine Schallwelle. Und in vielen Experimenten, die man machen kann, verhält sich Licht eben auch wie eine Welle. Aber dann gibt es andere Experimente, da verhält sich Licht eigentlich eher wie lauter einzelne Teilchen, sogenannte Photonen. Und da kann man also tatsächlich dann auch messen, wie einzelne Lichtteilchen mal durch den einen Spalt oder mal durch den anderen Spalt sich bewegen. Und dann stellt man auf einmal fest, das gilt nicht nur für Lichtteilchen, das gilt auch für Elektronen und das gilt für viele andere Teilchen, dass sie sich unterschiedlich beschreiben lassen, dass man eigentlich gar nicht mehr so genau sagen kann, was das für Teilchen sind. Und vor allem, man kann gar nicht mehr genau genug sagen, zum Beispiel, wo die jetzt sind und mit welchem Impuls bzw. mit welcher Geschwindigkeit die sich bewegen. Also es ist nicht mehr grundsätzlich genau ganz scharf festzulegen, wo befindet sich jetzt was hier bei dieser Wasserflasche. Da kann ich ziemlich genau sagen, okay, die ist jetzt genau hier und sie bewegt sich mit der Geschwindigkeit. Aber wenn die Teilchen immer kleiner werden, geht das irgendwann mal gar nicht. Da kann ich noch Wahrscheinlichkeitsverteilungen angeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Teilchen sich wo befindet oder mit welcher Wahrscheinlichkeit es welche Geschwindigkeit, welche Richtung hat. Aber ganz genau fassen kann ich das gar nicht mehr. Und das macht eine ganze Menge mit der Art und Weise, wie wir die Welt sehen, als das auf einmal entdeckt und mehr und mehr verstanden wird. Eine andere Entwicklung des letzten Jahrhunderts ist die Entdeckung der Chaostheorie. Da kommt dieses schöne Pendel hier dazu. Wenn man das sich jetzt eine Weile anguckt, dann merkt man, das sind jetzt hier also einmal ein großes Pendel, was sich näher bewegt und dann noch drei kleine Pendel, die sich auch noch bewegen können. Und sowas ist schon ein komplexes System. Und dieses System neigt dazu, sich ziemlich bald chaotisch zu verhalten. Das heißt, dass sich das ganz schwer für eine lange Zeit vorhersagen lässt, wie sich das entwickelt. Also wenn ich jetzt hier einen Schnappschuss mache oder so eine ganz kurze Videosequenz, dann wäre es jetzt nicht so schwer vorherzusagen, wie das Pendel irgendwie eine Sekunde später aussieht. Gar keine Frage, aber schon wenn ich die Frage stelle, wie welchen Zustand ist das eine Minute später oder gar eine Stunde später, dann wird das ziemlich schnell unmöglich, weil winzige kleine Änderungen führen nach einer gewissen Zeit dazu, dass sich das völlig anders verhält. Also wenn ich hier mal so ganz kurz das nur mal ganz kurz berühre, das sieht hinterher keiner mehr, ne? Aber das Pendel ist jetzt in einem ganz anderen Zustand, als es gewesen wäre, wenn ich da nicht rangegangen wäre. Und jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, die Welt, die Natur ist so ein komplexes System. Also ein anderes Beispiel wäre Wetter. Ne? Da ist so das Sprichwörtliche, da muss nur ein Schmetterling irgendwie mal seine Flügel bewegen und dann wird ein paar Wochen später das Wetter in China auf einmal ganz anders. Weil es so ein komplexes System ist, dass kleine Änderungen irgendwo sich immer mehr vergrößern können, immer stärker anwachsen können und irgendwann mal dazu führen, dass das einmal wir statt einem Hochdruckgebiet ein Tiefdruckgebiet haben oder umgekehrt. Und wenn man sich jetzt bewusst macht, dass die Welt sich so verhält, dann kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass jetzt hier die Welt wie so ein Pendel sich hier schon nach ganz normalen physikalischen Gesetzmäßigkeiten benimmt, bewegt. Die kann man auch messen, kann man analysieren, modellieren, kann der Physik mittreiben. Und diese Physik beschreibt, was passiert, wenn keiner eingreift, wenn man das einfach so in Ruhe lässt. Die beschreibt nicht, was passiert, wenn jemand da absichtlich oder vielleicht auch unabsichtlich dagegen stößt, sondern nur das, was passiert, wenn keiner eingreift. Aber die Naturgesetze, die jetzt hier auch gelten, die machen keine Aussage darüber, ob das denn passieren kann, dass jemand jetzt hier da eingreift oder nicht. Kann so ein Naturgesetz nicht sagen. Es kann nur sagen, was passiert, wenn keiner eingreift. Und damit gibt es jetzt Möglichkeiten, sich vorzustellen, wie Gott in den Ablauf dieser Welt eingreift, die man vorher noch nicht so hatte. Es könnte sein, dass er vielleicht manchmal wirklich nur so ein ganz kleines bisschen an so einem chaotischen System, Klammer auf unser Gehirn zum Beispiel, ne, das ist auch ziemlich komplex, ziemlich chaotisch, da müsste sich nur ein ganz kleines bisschen irgendwie was ändern, wir nur irgendwie was anderes wahrnehmen, einen Gedanken haben und schon entwickelt sich das in eine ganz andere Richtung. Man kann sich vorstellen, dass eben ja, ganz kleine Eingriffe schon dazu führen können, dass sich die Welt anders weiter bewegt sozusagen
die Dinge sich anders entwickeln. Und von daher ist unser Weltbild, wie wir das jetzt haben, gar nicht mehr so abgeschlossen und so streng vorhersagbar wie so ein Metronom, wie das lange Zeit der Fall war, sondern jetzt muss man sagen, man kann sich das zumindest grundsätzlich viel besser vorstellen, dass da jemand auch mal eingreift. Ob das jetzt wirklich passiert und wie oft und in welcher Form, das sind offene Fragen, da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein, aber es ist auf jeden Fall viel besser denkbar als noch vor 100 Jahren. Und ein anderer Aspekt, der gleichzeitig passiert, ist, dass eben auch die Deutung der Wundererzählungen der biblischen Geschichten sich auch in der Theologie wandelt, dass man jetzt viel mehr danach fragt, was ist eigentlich die Bedeutung dieser Erzählung, was ist der Sinn, worum geht es da inhaltlich eigentlich? Und gar nicht mehr ganz so viel sich festknallt an der Frage, kann man das jetzt auf natürliche Weise erklären oder nicht? Oder ist denn übernatürlich was passiert? Oder kann es überhaupt übernatürliche Ereignisse geben? Sondern man fragt mehr und mehr danach, was ist eigentlich das Ziel, worum geht es in der Geschichte? Und da ja, kann man auch einiges von lernen, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal dazu, zum kurzen Überblick, was gibt es eigentlich für Typen von Wunder? Da kann man natürlich unterschiedliche Typisierungen machen, aber eine ganz grundlegende wäre erstmal, es gibt Naturwunder, also Wunder, wo irgendwas in der Natur passiert. Und da würde ich auf jeden Fall unterscheiden zwischen zwei verschiedenen. Einmal wirklich Wunder in dem Sinne, die wir eben da rot markiert hatten, also Wunder, wo wirklich Naturgesetze durchbrochen werden, wo also wirklich richtig massiv hier das System geändert wird, das Pendel, was vorher geschwungen ist, auf einmal stehen bleibt. Und dann, da ist klar, also solche Wunder, das passiert ganz, ganz selten. Ne? Also zum Beispiel wäre jetzt vielleicht eine Totenauferweckung, dass jemand, der so nicht nur scheintot ist, sondern so richtig tot, dass der wieder auferweckt wird, wieder lebt. Also solche Berichte gibt es, ne? Gibt es aus der Antike, stehen auch in der Bibel, gibt es auch von heute. Aber wenn es das gibt, dann ist das schon sehr, sehr, sehr selten. Und dann gibt es aber noch einen anderen Typ von Wundern, auch von Naturwundern, und der ist relativ häufig. Das kann man bezeichnen als Konstellationswunder. Das wäre also, wenn Ereignisse zusammentreffen oder passieren in der Konstellation, die per se erstmal recht unwahrscheinlich ist. Also zum Beispiel, mein Vater hatte vor vielen Jahren einen Unfall, wo er mit dem Fahrrad gefahren ist und dann vom Bus überfahren wurde. Der Busfahrer hat ihn einfach gar nicht gesehen und hat nur irgendwann mal gehört, also irgendwie knirscht da irgendwie Fahrrad irgendwas unter dem Bus, ist schlecht, hat abgebremst und gerade so abgebremst, dass der Vorderteil vom Bus, der sich natürlich absenkt, der sich noch nicht abgesenkt hat, als mein Vater drunter war, sondern erst später, aber gerade noch kurz bevor die Vorderreifen vom Bus da waren. Und das ist ein Ereignis, wo mein Vater hinterher gesagt hat, das war ein Wunder, dass der Busfahrer nicht zu früh und nicht zu spät abgebremst hat, sondern genau so, dass ich das überlebt habe. Und das kann natürlich jemand anders auch anders interpretieren, aber für ihn war das ein Wunder, ganz klar, dass Gott hier eingegriffen hat, bewirkt hat, dass das Timing sozusagen genau gepasst hat. Damit ist aber nicht behauptet, dass jetzt irgendwie Gott in dem Moment irgendwie die Gesetze der Trägheit oder der Reibung oder so außer Kraft gesetzt hat. Vielleicht hat er das auch, aber davon wissen wir nichts. Das wäre so ein Beispiel, wo man sich eben vorstellen kann, dass Gott eingreift, aber ohne, dass Naturgesetze da massiv auseinandergebracht werden, sondern vielleicht einfach nur so ein ganz kleines Ticker an dem komplexen Pendel. Und dann gibt es andere Typen von Wundern, zum Beispiel Heilungen, wo Menschen körperlich krank werden, zum Beispiel Krebs, wo also wirklich ein Arzt Krebs diagnostiziert und auf einmal denkt der Patient, also irgendwie fühle ich mich jetzt besser, geht nochmal zum Arzt und der Arzt bescheinigt ja, nee, Krebs haben sie jetzt auf einmal nicht mehr, haben nicht operiert, keine Chemo, nichts gemacht, aber irgendwie ist nichts mehr zu finden. Also solche Beispiele gibt es und das ist auch in der Medizin belegt, dass es so spontan Heilungen, dass sowas grundsätzlich vorkommt.
Und das ist dann immer schwer einzuordnen. Und da gibt es sicherlich verschiedene Faktoren, die sowas dann begünstigen oder nicht begünstigen. Aber das ist, sag ich mal, so ein ganzer Typ, großer Kreis von Wundern, von denen berichtet wird. Und das gibt es eben, Heilung gibt es nicht nur im körperlichen Bereich, sondern eben auch im seelischen, psychischen Bereich, dieser ganze Bereich Psychosomatik, da kann man auch sein blaues Wunder erleben oder manchmal eben auch ein richtig großes Wunder, wo Gott Menschen heilt, Gott Menschen wieder aufrichtet, innere Verletzungen heilt. Dann gibt es noch so einen Typ Dämonenaustreibung. Da wird zum Beispiel im Neuen Testament mehrfach davon berichtet, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Das ist jetzt was, damit können wir jetzt hier in unserem Kulturkreis so tendenziell wenig anfangen. Weiß hierzulande kaum einer, was das jetzt sein soll, in welche Schublade das jetzt passen soll. Wenn ich jetzt den gleichen Vortrag irgendwie in Afrika oder in Südamerika halten würde, sähe die Welt vielleicht schon ein bisschen anders aus. Da ist das für Missionare, Priester oder so schon eher an der Tagesordnung, dass man auch mal Dämonen austreiben muss. Ich würde es jetzt einfach mal so stehen lassen und sagen, also es gibt diesen Typ von Wundererzählung, Dämonenaustreibung, können wir jetzt nicht mit anfangen, aber dürfen wahrnehmen, in anderen Religionen oder auch in anderen Kulturen ist das durchaus ein Thema. Und dann gibt es noch so eine Kategorie Erscheinungen von Engeln oder von Jesus oder in anderen Religionen vielleicht von Buddha oder so. Das ist, sag ich mal, so ein Typ Wunder, da kann man jetzt natürlich aus naturwissenschaftlicher Sicht gar nichts zu sagen. Das passt überhaupt nicht in die Kategorien, was man in irgendeiner Form naturwissenschaftlich untersucht oder untersuchen kann. Kann man also als Naturwissenschaftler erstmal gar nichts zu sagen, ob es das gibt oder nicht gibt, ist ein anderes Gebiet. So, und jetzt nach diesem eher groben Überblick, welche Typen von Wunder gibt es und wie kann man so Wunder interpretieren, möchte ich jetzt gerne noch so ein paar Beispiele bringen, und zwar ein paar Erzählungen aus der Bibel. Warum jetzt ausgerechnet aus der Bibel? Da ist das Besondere, dass die Wunder nicht einfach nur für sich erzählt werden, um jetzt einfach mal eine schöne Geschichte zu erzählen oder eine, die beeindruckend ist. Und daraufhin hat man dann wieder einen neuen Ort, wo man hinpilgern kann oder irgendeine Person, die ganz toll ist. Sondern typischerweise sind die biblischen Wundererzählungen eingebettet in einen größeren Erzählzusammenhang und haben eben auch ganz bestimmte Aussagen, die sie mit transportieren, unterstützen wollen. Und damit ist das, finde ich, das wesentlich spannender, sich solche Wundererzählungen anzugucken, als jetzt manche Erzählungen aus dem Mittelalter oder so, wo man auch nicht so genau weiß, wie man das jetzt einsortieren soll. Wundererzählungen gibt es in der ganzen Bibel, aber nicht gleichmäßig verteilt, sondern es gibt da so bestimmte Abschnitte oder Gruppen, wo besonders viele Wunder auftauchen. Das ist im Alten Testament, vor allem im Zusammenhang damit, wie das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, durch die Wüste und dann das Land Kanaan eingenommen hat. Dieser Geschichte, sage ich mal, da tauchen ganz, ganz viele Wunder auf. Dann etwas später, zur Königszeit beim Propheten Elia und Elisa, hatten wir eben ja schon das Beispiel mit dem Götterwettstreit am Karmel, mit dem Propheten Elia, da tauchen auch einige Wunder auf. Und dann später im Neuen Testament, sind Wunder auch wieder ein Thema. Und zwar gerade bei den Berichten von Jesus und auch von den Aposteln, was die so getrieben haben. Da wird auch von ganz vielen Wundern berichtet. Und dann gibt es noch einen absoluten Spezialfall, den bringe ich am Schluss, nämlich das Thema Auferstehung Jesu. Da wird doch behauptet, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und zwar nicht nur scheintot, sondern richtig tot. Und dann auch wieder richtig lebendig, und zwar jetzt nicht so in dem Sinne, wie wenn jetzt hier jemand von uns jetzt eine schwere Krankheit hat, stirbt und wird dann wieder auferweckt und lebt dann weiter, um dann vielleicht 20, 30 Jahre später wieder zu sterben, sondern das ist hier jetzt die Behauptung, Jesus ist auferstanden mit einem ganz neuen Leib, einem ganz neuen Körper, und zwar so, dass er ewig ist, dass er nicht wieder stirbt, dass er unsterblich ist. Und das ist kategoriell nochmal was ganz anderes als alle anderen Wundergeschichten. Deswegen lohnt sich das, sich das auch nochmal genauer anzugucken, ob man sowas denn glauben kann. Hier hätten wir also ein ganz bekanntes Beispiel. Vielleicht erkennt manch einer hier das Bild, was gemeint ist. Rettung am Schilfmeer. Also Mose hat das Volk Israel aus
Ägypten rausgeholt, hat mit dem Pharao verhandelt. Der Pharao wollte es nicht gehen lassen, aber dann hat Gott so viele Strafen auf die Ägypter gelegt, bis dann der Pharao mürbe war und gesagt hat, na gut, in Gottes Namen, dann haut halt ab. Und das haben sie dann auch sofort gemacht, sind gegangen und dann hat der Pharao sich überlegt, ja, eigentlich ist das doof, wenn meine ganzen Sklaven, die mir hier meine Vorratsstätte und Tempel etc. aufbauen, wenn die jetzt einfach die Flatter machen, und ist mit seiner Heeresmacht aufgebrochen hinter die Israeliten her und wollte die wieder zurückholen. Und die treffen sich eben gerade, als das Volk Israel am Schilfmeer ist und hat also auf einmal vor sich Wasser und hinter sich das ägyptische Heer und denkt sich so, alten Mist, was sollen wir denn jetzt machen? Und sind ziemlich verzweifelt und da sagt Gott zu Mose bzw. zu Aaron, hier nehmt mal den Stab und klopft damit auf das Wasser und dann heißt es, dass Gott da einen Wind geschickt hat, dass es über die ganze Nacht einen Ostwind gab und dann war am nächsten Morgen auf einmal der Boden trocken und sie konnten durch das Meer durchlaufen. Und es wird dann sogar erzählt, dass das Meer sich aufgestaut hat, dass es wie eine Wand rechts und links von ihnen war und sie durchgehen konnten. Und die Ägypter haben das gesehen, sind hinter ihnen her und kaum ist das Volk Israel durch, tippt Aaron nochmal mit dem Stab aufs Wasser und dann dreht sich der Wind und das Wasser kommt wieder zurück und die Ägypter bleiben in dem Matsch stecken und ertrinken alle. Und das Spannende bei der Erzählung ist, wenn man sie sich genau anguckt, dann merkt man, dass schon in diesem Text angedeutet sind, es könnte was mit Winden zu tun gehabt haben. Also da wird sozusagen eine natürliche Erklärung schon angedeutet. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Rede davon, dass das Wasser sich wie Wände, wie ein Berg rechts und links aufgetürmt hat, wo dann klar wäre, also das ist jetzt was man nicht mehr natürlich erklären kann. Also da merkt man schon, der Bibeltext hat sozusagen so eine Erinnerung daran oder so eine Idee, Mensch, vielleicht könnte Gott da auch auf eine natürliche Art und Weise auch mitgewirkt haben. Und dann haben sie das also geschafft, sind durch das Schilfmeer erfolgreich durchgekommen und kommen dann zum Berg Sinai, wo sie Gott begegnen. Und da möchte ich mal einen kurzen Text vorlesen. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaunenton ward immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Und wenn man sich jetzt diesen Text mal anguckt, was tauchen da für Verben auf, was für Gegenstände, was für Bilder, dann fällt einem auf, Mensch, hier ist die Rede von Donnern, von Blitzen, einer dichten Wolke, einer starken Klang, einer starken Posaune, von Rauch, von Feuer, von Beben. Und man kann auf die Idee kommen, Mensch, vielleicht, möglicherweise war der Berg Sinai vielleicht ein Vulkan. Sind das nicht alles Erscheinungen, die alle was mit Vulkanismus zu tun haben, denen man begegnen kann, wenn man auf einem aktiven Vulkan unterwegs ist? Also da kann es zum Beispiel eben Erdspalten geben, durch die heißes Gas durchströmt und das kann eben ziemlich lauten Ton geben, der ja wie eine Fanfare oder wie eine Posaune klingt zum Beispiel. Und eben auch Erdbeben oder Feuer oder so, das ist durchaus typisch. Also von daher, wenn man sich den Text so annimmt, könnte man auf die Idee kommen, Mensch, vielleicht ist Gott Mose da in Naturereignissen begegnet. Könnte sein. Weiß man nicht, wer aber durchaus eine nicht ganz unplausible Art und Weise, diesen Text zu verstehen oder zu interpretieren. Ja, dann geht die Geschichte noch weiter. Sie sind also am Berg Sinai. Mose empfängt da die 10 Gebote und dann passiert noch eine ganze Menge und sie sind 40 Jahre lang. Da können sie durch die Wüste, bis dann die ganze Generation bis auf 2 gestorben ist und die Nachfolgegeneration unter Moses Nachfolger Josua, die geht jetzt endlich in das gelobte Land. Und sie stehen also am Ostufer vom Jordan
und wollen jetzt endlich mal rüber in das gelobte Land. Und da haben sie schon wieder das Problem mit Wasser, nämlich sie kommen gerade da an, als es Regenzeit gewesen ist und der Jordan richtig über sein Ufer getreten ist. Und man fragt sich, wie kommt man denn jetzt da durch? Und Josua sprach zu den Israeliten: Herzu, hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers über alle Welt wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm ein. Wenn dann die Fußsohlen der Priester die Lade des Herrn des Herrschers über alle Welt tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und als die Priester die Bundeslade von dem Volk hertrugen und an den Jordan kamen und ihre Füße vorn ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über seine Ufer getreten, da stand das Wasser, das von oben herkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite von Zareta liegt. Aber das Wasser, das zum Meer hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho, und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Auch in dieser Erzählung gibt es eine Andeutung, dass das möglicherweise ein Konstellationswunder gewesen sein könnte. Also dass auf eine natürliche Art und Weise da gerade zur rechten Zeit das Wasser aufgehört hat zu fließen. Und tatsächlich gibt es da ganz plausible Belege. Es gibt da nördlich, also flussoberhalb, gibt es einen Ort, der heißt heute Damia. Das könnte der Ort Adam sein in der Geschichte. Und da ist eben bekannt, dass es da immer mal wieder vorkommt, dass ein Erdbeben einen Erdrutsch verursacht bei den steilen Wänden des Jordan und dass dann der Jordan sich für 1 bis 2 Tage staut. Und das gibt es tatsächlich Belege für 1927, 1906 und so weiter bis 1160. Also das kommt offenbar, ja, vielleicht einmal im Jahrhundert, je nachdem, kommt das mal vor. Vielleicht mal ein bisschen häufiger, vielleicht ein bisschen seltener. Also hier könnte man sich vorstellen, dass das, was das Volk Israel da erlebt hat, dass das eben so ein Konstellationswunder war, ein perfektes Timing, dass Gott dafür gesorgt hat, dass genau zur rechten Zeit da etwas oberhalb im Erdbeben stattgefunden hat und dann durch den Erdrutsch das Wasser so gestaut wurde, dass sie durchkommen. Ob das jetzt so genau passiert ist, ist jetzt heute nach irgendwie, knapp 3000 Jahren später, ist das schwer zu sagen. Aber es ist zumindest plausibel, dass es so oder so ähnlich gewesen sein könnte. Das waren also jetzt ein paar Beispiele von Wundergeschichten aus dem Alten Testament. Und jetzt ist es höchste Zeit, mal ins Neue Testament zu wandern. Über Jesus wissen wir ja eine ganze Menge. Da gibt es gleich 4 Bücher, die sogenannten Evangelien im Neuen Testament, die vom Leben Jesu erzählen. Und wenn man sich anguckt, was die da über Jesus so alles berichten, dann stellt man fest, Berichte über Wunder von ihm nehmen relativ breiten Raum ein. Das ist somit der größte Anteil der Quellen, die da verarbeitet werden. Das spricht schon mal dafür, dass da irgendwas dran sein muss, dass Jesus tatsächlich Wunder getan hat. Dann ist interessant, wenn man jetzt in die Geschichte guckt, dass man feststellt, Jesus war jetzt zu der Zeit auch nicht der Einzige, der da in Judäa unterwegs war und Galiläa und eine charismatische Persönlichkeit war und Wunder oder ähnliche Sachen getan hat. Da gibt es tatsächlich auch außerbiblisch ein paar Belege von noch ein paar anderen Leuten, die ähnlich unterwegs waren. Das ist also, passt tatsächlich in die Zeit, dass es da also Menschen gab, die da durch Lande gezogen sind, gepredigt haben und Wunder getan haben. Auch ein Indiz dafür, dass da historisch was dran ist. Und dann ist es aber so, dass es durchaus Spezifika gibt, besondere Sachen bei diesen Erzählungen über
die Wunder, die Jesus tut, die jetzt von anderen nicht berichtet werden. Typisch für Jesus ist erstmal, dass er so gut wie keine Strafwunder macht. Also mit seinen Wundern, was er tut, will er Menschen vor allem helfen, unterstützen und nicht bestrafen. Untypisch ist, dass die Wunder verknüpft sind mit der guten Nachricht. Also man merkt, es geht gar nicht darum, jetzt hier möglichst tolle Geschichten über Jesus zu erzählen, sondern eigentlich soll da eine Botschaft vermittelt werden und die Wunder sollen das mehr unterstützen. Und was auch typisch ist für Jesus, ist, dass er vollmächtig handelt. Er spricht einfach und es geschieht oder er betet und es geschieht. Und er muss nicht irgendwelche magischen Praktiken vollziehen, also muss nicht irgendwie erst noch einen Kreis um sich in den Sand ziehen oder sich aufschwitzen oder um Altar tanzen oder was auch immer. Was durchaus, sag ich mal, so typisch in der Zeit war, wenn man irgendwie Wunder bewirken wollte, sondern Jesus ist ganz vollmächtig, er sagt einfach, wo es lang geht und dann passiert es. Und dann fällt auf, dass in vielen Wundererzählungen auch Details genannt sind von Orten und von Namen. Und das sind alles Indizien, die deutlich dafür sprechen, dass es man davon ausgehen kann, dass Jesus eine ganze Menge Wunder getan hat. Also das ist sozusagen aus historischer Sicht durchaus wahrscheinlich. Wenn man jetzt einzelne Geschichten anguckt, dann wird es ganz schnell schwierig. Dann weiß man nicht, ja, ist das jetzt genau so passiert oder ein bisschen anders. Da gibt es teilweise auch unterschiedliche Versionen oder Berichte von den Wundern. Aber insgesamt, wenn man sich die Frage stellt, hat Jesus Wunder getan, da muss man aus Sicht als Historiker sagen, ja, ist eigentlich ziemlich wahrscheinlich. Spricht ziemlich viel dafür. Und ein Beispiel möchte ich da gerade mal bringen, um zu zeigen, wie viele Dimensionen diese Wundererzählungen haben, was da alles drin steckt. Da geht es um eine Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern erst auf dem Berg war und hat da ganz viel gepredigt, ganz viele Leute haben zugehört, zugeguckt und dann brauchten sie mal ihre Ruhe, sind zum See Genezareth aufs Schiff und wollten dann mal ans andere Ufer fahren über Nacht. Ja, und ja, Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm und siehe, da hob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, da wurde es ganz stille. Die Menschen aber wunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Diese Geschichte hat ganz viele verschiedene Ebenen. Ein paar davon möchte ich mal andeuten. Also das eine, ne, wir reden hier über ein Wetterphänomen, also ganz klar hier ein komplexes System. Man könnte sich also vorstellen, dass Gott nur so ein ganz kleines bisschen in die eingreifen musste und schon verändert sich dann genau zum richtigen Zeitpunkt das System so, dass auf einmal der Wind aufhört und es wird ganz still. Ist extrem unwahrscheinlich, dass das genau in dem Moment passiert, wo Jesus sich hinstellt und sagt jetzt hier Ruhe, aber wäre jetzt grundsätzlich denkbar. Das ist jetzt aber noch eine ganz oberflächliche Betrachtungsweise. Wenn man da ein bisschen weiter guckt, überlegt, also dieses Motiv von dem Wasser, was das Leben bedroht, wo die Jünger bedroht sind, unterzugehen, das ist eines, das taucht in der Bibel im Alten Testament mehrfach auf, und zwar gerade im Zusammenhang mit dem Thema Schöpfung. Also dieser Text, könnte man auch sagen, ist ein Schöpfungstext. Eine Art und Weise, wie die Bibel davon spricht, dass Gott die Welt geschaffen hat, ist die Vorstellung, dass es am Anfang ein Chaosmeer gab, also alles überflutet war, und Gott spricht und schafft dadurch Ordnung. Lässt das Wasser zusammenkommen und auf diese Weise gibt es einen trockenen Bereich, der heißt dann Erde, und im Bereich, wo das Wasser zusammenläuft, das ist das Meer. Und Gott bedroht die Chaosmächte, die das Leben bedrohen wollen. Also wer schon mal so ein richtig schönes Hochwasser erlebt hat, der weiß, wie bedrohlich das sein kann. Gott bedroht diese Chaosmächte, hält die im Zaum und schafft damit einen Lebensraum, wo Leben stattfinden kann.
und kämpft fortwährend gegen ja, dieses Chaos, was den Lebensraum wieder zerstören möchte. Und diese Vorstellung, auch mythologische Vorstellung, und die gibt es nicht nur in der Bibel, sondern auch in anderen Religionen im alten Orient, die klingt hier auch so ein bisschen an. Also wenn Jesus hier derjenige ist, der sagt, Stille und der Sturm, das Chaos hört auf, dann zeigt er sich darin als jemand, der Macht hat über die Natur und der in der Lage ist, dass in der Natur, was das Leben bedroht, das im Zaum zu halten, zurückzudrängen, sodass Leben stattfinden kann und bewahrt ist. Also von daher ist das auch ein Schöpfungstext. Und man kann ihn jetzt auch ganz übertragen, sich überlegen, Mensch, vielleicht gibt es auch Situationen, wo es stürmisch ist in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, wir gehen unter, wir wissen nicht ein noch aus und haben das Gefühl, Mensch, eigentlich, Jesus müsste doch da sein und wäre doch gut, aber ich habe das Gefühl, er schläft, der tut überhaupt nichts. Und ja, wir dürfen dann Gott bitten, dass er eingreift, dass er uns rettet und können dann manchmal auch eben erleben, wie Gott Dinge verändert und auf einmal sich der Sturm legt. Also man kann auch aus so einer übertragenen Ebene das auch heute noch erleben und auch da kann der Text zu einem sprechen. Das also als ein Beispiel, wie so eine Erzählung ganz unterschiedliche Level hat, Intentionen, Ebenen, auf denen man sie deuten, verstehen kann, und das war jetzt bestimmt noch nicht abschließend. Also das lohnt sich, solche Texte immer wieder sich zu Gemüte zu führen, und man kann immer wieder andere Aspekte, die da mitschwingen, entdecken. So, und jetzt kommen wir aber noch zum absoluten Hammer. Bis jetzt habe ich bei vielen Sachen gesagt, ja, kann man so sehen oder so sehen, spricht manches dafür, manches dafür, alles okay. Jetzt kommen wir aber zur Auferstehung Jesu, und das ist jetzt schon was ganz schön Unerhörtes. Und da muss man sich jetzt schon überlegen, kann man das glauben, dass Jesus gestorben ist am Kreuz und dann ins Grab gelegt wurde und 3 Tage später wieder auferweckt wurde? Ist das irgendwie glaubwürdig? Wie man sich da entscheidet, wie man das einschätzt, ist für den christlichen Glauben schon entscheidend. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Also so bei manchen anderen Erzählungen, da mögen die einen sagen, ja, ich glaube, das ist historisch genauso passiert, und die anderen sagen, ja, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen anders passiert. Alles okay. Aber jetzt hier bei der Auferstehung ist es schon spannend. Gibt es die jetzt? Ist Jesus wirklich auferstanden oder nicht? Und da sagt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ist ohne Inhalt. Also, wenn man nicht an die Auferstehung glaubt, wenn es das nicht gibt, dann kann man mit dem christlichen Glauben einpacken, kann auch die Kirche einpacken. Jetzt ist das aber ja schon ganz schön harter Tobak zu behaupten, da ist jemand gestorben und wieder auferstanden. Und dass Tote in der Regel nicht wieder auferstehen, das ist jetzt nicht eine Erkenntnis der Neuzeit, sondern da dürfen wir getrost von ausgehen, das wussten die Menschen vor 2000 Jahren auch schon, dass das normalerweise nicht passiert. Also man kann es jetzt nicht so einfach machen und sagen, naja, die waren alle irgendwie ein bisschen leichtgläubig und so, und die haben gedacht, naja, ist halt gestorben, wieder auferstanden, gut, passiert, ne? Sondern dem wird damals genauso klar gewesen sein wie heute, dass das normalerweise nicht passiert, dass das nichts ist, womit irgendjemand ernsthaft rechnen kann. Klammer auf, Jesu Jünger, sein Fanclub, die haben da auch nicht mitgerechnet. Und jetzt ist aber das Spannende eben, dass die Auferstehung Jesu fundamental etwas ganz anderes ist, eben als eine normale Totenauferweckung, habe ich eben schon gesagt. Bei einer normalen Totenauferweckung, die jetzt ja auch nicht sonderlich häufig vorkommt, da ist der Mensch wieder lebendig, aber der stirbt auch irgendwann mal wieder. Und jetzt hier ist die Rede davon, dass Jesus neu geschaffen wurde, dass seine Auferstehung Beginn einer ganz neuen Schöpfung ist, dass da was ganz Neues passiert, was überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was sonst so hier in der Welt passiert. Und damit auch was ist, was überhaupt nicht naturwissenschaftlich begreifbar ist. Da heißt es, er hat einen neuen Leib bekommen, mit dem er auf einmal
in einer Runde in einem Gebäude auftauchen kann und wieder verschwinden kann, zum Beispiel durch Wände gehen kann. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir so normalerweise erleben und was man irgendwie noch wissenschaftlich begreifen kann. Also das ist jetzt nicht, dass das Pendel ein bisschen anders schwingt, sondern das wäre sozusagen, wenn ich jetzt ein völlig neues, anderes Pendel nehme, was vielleicht ein bisschen ähnlich aussieht, aber sich ganz anders verhält und das stattdessen einsetze. Also wenn man jetzt sowas glauben will, glauben soll, ne, dann muss man da schon gute Gründe haben. Also es steht ja viel in der Zeitung, man soll nicht alles glauben, was in der Zeitung steht, und auch sonst bin ich manchmal erstaunt, was einem so die Leute so alles erzählen und was die Leute alles so glauben. Aber sowas zu glauben, muss man schon gute Gründe haben. Und ich glaube tatsächlich, dass es gute Gründe gibt, auch aus Sicht eines Historikers, davon auszugehen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Der erste Hinweis, der dafür spricht, ist, in diesen Geschichten von der Auferstehung Jesu werden die Jünger nicht gerade in gutes Licht gesetzt. Also man könnte sagen, auch die haben sich das halt mal beim Bierchen abends zusammengesetzt und schöne Geschichten aufgeschrieben. Wahrscheinlich werden sie dann in diesen Geschichten besser bei weggekommen. Die kommen da ziemlich schlecht weg, die haben nämlich erstmal auch ziemlich dran gezweifelt, konnten sich das gar nicht vorstellen, dass Jesus auferstanden ist. Das lag auch für sie jenseits ihres Denkhorizonts. Sie kommen den Geschichten nicht gut weg. Hätten sie vielleicht anders erfunden. Dann zweite Sache noch gravierender, die ersten Zeugen, die da genannt werden, sind Frauen. Wird uns jetzt heute in unserer Gesellschaft so nicht mehr so kratzen, ne? Wir sind doch jetzt alle gleichberechtigt und so, ist doch egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau sagt, hat das gleiche Gewicht. Damals war das anders. Da galt das Wort von Frauen juristisch genau null. Wie kann man auf die blödsinnige Idee kommen, wenn man jetzt diese Geschichten erfindet, sie so zu erfinden, dass man als Kronzeugen erstmal Zeugen aufführt, deren Wort überhaupt kein Gewicht hat? Ich finde, die plausibelste Annahme, warum das so in den Geschichten drinsteht, dass Frauen die ersten Zeugen waren, ist, dass es halt einfach so war. Extrem unwahrscheinlich, dass jemand auf die blöde Idee kommt, das so zu erfinden. Eben jetzt gesprochen aus Warte von knapp vor 2000 Jahren, als diese Geschichten aufgeschrieben wurden. Dann werden hier noch weitere Zeugen genannt. Da wird Petrus namentlich genannt, Jakobus, die anderen 11 Jünger bzw. Apostel. Und dann schreibt Paulus noch von über 500 Leuten, die auch Zeugen von Jesu Auferstehung geworden sind. Und dieser Text, wo Paulus das schreibt, habe ich eben schon zitiert, 1. Korintherbrief, der ist wahrscheinlich so ungefähr, weiß man nicht genau, aber so wahrscheinlich um die 15, 20 Jahre geschrieben worden nach diesen Ereignissen. Sprich, man muss davon ausgehen, dass von diesen 500 Leuten ein großer Teil noch gelebt haben. Wenn das völliger Unfug gewesen wäre, dann kann man sich schon fragen, wie sich jetzt diese Nachricht irgendwie durchgesetzt haben soll. Also irgendwas muss da schon dran sein. Die frühesten Texte, eben die von der Auferstehung berichten, sagte ich eben schon, sind eben aus dem 1. Jahrhundert, also ziemlich alt. Und dann vielleicht noch das krasseste Indiz dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist, ist die Veränderung im Leben der Jünger. Die Jünger hatten nicht damit gerechnet, dass Jesus am Kreuz landet, und noch weniger hatten sie damit gerechnet, dass er dann auch wieder auferweckt wird. Die waren völlig verängstigt und durcheinander, haben sich erstmal eingeschlossen, nur in ihrem Kreis getroffen. Und ein paar Wochen später auf einmal, nach Pfingsten, gehen sie in die Öffentlichkeit und beginnen da im Tempel groß zu predigen, und Hunderte und Tausende von Leuten hören zu und kommen zum Glauben, kommen dazu. Auf einmal sind sie nicht mehr verängstigt, sondern sind ganz begeistert im wörtlichen Sinne und berichten davon und machen das, obwohl sie ziemlich schnell dafür eins auf den Deckel kriegen und auch viele von ihnen verfolgt werden, sie weg müssen, manche von ihnen Märtyrertod sterben. Es gibt auch Leute, die sagen, also wenn die Auferstehung nicht passiert ist, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann wäre es vielleicht sogar das größere Wunder, dass die Jünger sich so verändert haben und so bereit waren, dafür ihre Überzeugung einzustehen. Das kann man sich schon nur noch schwer irgendwie als Gruppenhalluzination oder so erklären. Warum sollten die Jahrzehnte später dann immer noch bereit sein, dafür zu sterben? Also
Genau, das sind so ein paar Indizien, Gründe, die man dafür auch bringen kann, dass es gar nicht so absurd ist, tatsächlich an Auferstehung zu glauben. Also ich persönlich finde das zumindest sehr überzeugend, aber wir können da gerne auch noch nachher drüber diskutieren. Und sagen wir mal, gerade über so harten Tobak, da muss man ja auch nicht sofort, nur weil jetzt jemand hier ein paar Argumente bringt, sagen, na gut, dann sehe ich das jetzt halt anders. Da darf man auch erstmal ein bisschen drüber nachdenken und überlegen, ob man dem folgen kann oder will. Und damit wäre ich jetzt auch bei der Zusammenfassung am Ende. Also einmal, Menschen erfahren Gottes Eingreifen immer wieder, überall. Bezeichnen das dann oft genug auch als Wunder. Und das passiert eben sehr oft auch innerhalb der Naturgesetze. Also ich würde dafür plädieren, wenn wir über Wunder sprechen, nicht immer nur darüber nachzudenken, Mensch, ist jetzt hier gerade ein Naturgesetz durchbrochen worden, sondern es könnte auch sein, dass Gott ziemlich oft in vieler Art und Weise eingreift, ohne dass gleich jetzt der Apfel nach oben fliegen muss. Dann zweiter Punkt, eine Durchbrechung der Naturgesetze, das ist grundsätzlich möglich, grundsätzlich denkbar, aber extrem selten. Dafür ist also die Glaubwürdigkeit der Zeugen entscheidend. Also wenn mir jetzt irgendjemand erzählt, Mensch, er hat hier ein Wunder erlebt, und zwar eins in dem Sinne, dass wirklich Naturgesetze außer Kraft gesetzt wurden, dann bin ich da als Naturwissenschaftler erstmal sehr, sehr skeptisch. Und dann hängt es schon davon ab, welches Gewicht sozusagen die Zeugenaussagen haben, so die Belege, die man dafür bekommt. Und als letztes eben, ich bin der Auffassung, dass es gute Gründe gibt, davon auszugehen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und wenn er das ist, dann macht das vielleicht auch einen großen Unterschied für uns. Und zum Abschluss noch ein kleiner Cartoon, ich weiß nicht, ob man den lesen kann. Der Pastor im Konfirmandenunterricht: Was haben wohl die Gäste der Hochzeit zu Kana gesagt, als Jesus das Wasser in Wein verwandelte? Ja. Den laden wir auch mal ein. Gut. Ja, vielen Dank.